zu meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ihr bei Book of Books. Ich bin Janine und heute möchte ich mit euch über dieses Büchlein sprechen. Von Nicole Knobloch, Animals, die Legende des ersten Drachens. Ich habe das Ganze für eine Leserunde auf Instagram bekommen und habe einige interessante Postings dazu gemacht, die ich euch auch mal reinblende. Es geht hier um die Journalistin Pamina, die in einer U-Bahn ist und mit einem Mann komisch angerempelt wird oder von einem Mann angerempelt wird. Und dieser Typ heißt Robin. Und später, also nachdem sie aus der U-Bahn herauskommt, merkt sie, dass sie von ihm ein bisschen verfolgt wird. Und das ist schon ein bisschen creepy. Später wird sie natürlich herausfinden, wieso, weshalb, warum das so ist. Und das Buch heißt ja auch nicht umsonst die Legende des ersten Drachens. Es kommen auch Phönixe dazu und auch andere Fabelwesen wie Tut oder solche Sachen, ne? Genau. Und natürlich auch Drachen, wie gesagt, ne? Warum das so ist, kann ich natürlich nicht verraten, aber ich kann sagen, gut, ich könnte das verraten, ist jetzt eigentlich kein Geheimnis, aber ich kann sagen, wie mir das Buch gefallen hat. Denn es ist eine andere Art der Geschichte, was sehr spannend ist, denn normalerweise schreibt Nicole Knobloch eher, solche Momentchen. Hier. Wo finde ich denn? Oh. Hier, solche Bücher. Also, es kommt jetzt als nächstes heraus quasi. Und Private Affairs, was ich euch auch schon in einem Unpacking kürzlich gezeigt habe. Und dass jetzt plötzlich ein Fantasy-Buch herauskam, hat mich sehr, sehr überrascht. Aber auch sehr neugierig gemacht, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Und deswegen wollte ich das Buch unbedingt lesen und war sofort Feuer und Flamme, als sie mich gefragt hatte. Es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte mit einigen Überraschungen, was ich so nicht erwartet hätte. Und genau das hat mich auch dann verblüfft, ehrlich gesagt. Weil ich, wie gesagt, mit etwas anderem gerechnet hatte. Aber Fantasy steht Nicole Knobloch auch. Und sollte sie einen zweiten Teil hiervon machen, bin ich natürlich auch sehr gerne wieder dabei. Am Start mit bei einer Leserunde und so. Schaut unbedingt bei ihr vorbei auf Instagram. Und das war es jetzt von mir. Ein, wie gesagt, sehr schönes Buch. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Achso, und hier kommt auch die Frage zwischen hell und dunkel und gut und böse quasi vor, aber eher auf eine andere Art und Weise. Gut und böse. Was ist da wohl auf sich hat? Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, bleibt gesund und wir sehen, lesen und hören uns. Bis bald, eure Janine. Bye. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you?